Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute mache ich mal ein bisschen was anderes. Ein bisschen ruhiger heute alles noch. Ich hoffe, morgen geht es mir wieder ein bisschen besser. Aber ich dachte mir, ich habe ja gesagt, ich würde gerne ein Alice-Album machen. Und dafür hatten wir ja schon, oder ich vielmehr, habe ich ja schon angefangen, die Karten ja alle mit Teebeuteln fertig zu machen. Jetzt zeige ich euch die Karten nochmal. Das war dieses Päckchen. Da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Das dauert halt einfach. Das muss ich aber erstmal fertig machen. Und ich wollte euch jetzt einmal mitnehmen bei den anderen Sachen, die ich gerne in dieses Album verarbeiten möchte. Damit ihr da einmal so einen Einblick habt. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja sogar noch eine Idee, ja, was ich in das Album mit reinpacken könnte. Was natürlich ganz klar ist, ist das ganz klassische Alice im Wunderland Buch. Das habe ich mir gekauft gehabt. Und das soll da einmal rein. Das ist jetzt noch heile. Das bleibt auch heile, weil wir hatten ja sowas Ähnliches schon mal gemacht. Und da habe ich ja das Innenleben von dem Buch einmal. Und da werde ich auf jeden Fall vielleicht die Bilder rausnehmen. Wobei, da werde ich, glaube ich, nicht drauf gehen. Aber so ein paar Textpassagen habe ich mir überlegt, würde ich da ganz gerne rausnehmen. Gucke ich einfach mal. Entweder so oder doch noch anders. Aber das kann ich ja natürlich verarbeiten. Das soll da drin einmal vorkommen. Ist halt ursprünglich dieses Buch gewesen. Ja, dann hätte ich mir gekauft, wobei, guck mal, könnten wir das ja so lassen. Diese Stanze hatte ich mir ja irgendwann geholt. Die habe ich auch noch gar nicht getestet. Wird eigentlich auch Zeit, aber ich denke, sie wird schon das tun, was sie soll. Das finde ich sehr cool. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, das Ganze da drin zu verarbeiten. Vor allen Dingen, weil ich dann viele Kleinigkeiten habe, die ich dann irgendwo verteilen kann. Da muss ich mal gucken, wie ich genau das mache. Ich bin die ganze Zeit dann überlegen, ob ich das eher in so einem Vintage-Stil machen soll. Oder vielleicht doch nicht in so einem Vintage-Stil. Vielleicht mische ich das auch alles. Ich guck mal. So ganz sicher bin ich mir noch nicht. Es ist alles noch nicht so ganz safe. Sag ich das mal so. Jetzt habe ich hier noch so ein Päckchen. Das greife ich einfach mal so. Und zwar gab es so kleine Karten. Fand ich super. Leider sind das so viele. Müssen wir mal gucken. Das Album wird groß. Also müssten die da auch irgendwie unterkommen. Da sehe ich das schon irgendwie. Und das kriegen wir da schon untergebracht. Ansonsten gucke ich mal, was man noch damit machen kann. Ja, dann habe ich hier einmal Alice-Stempel mir bestellt gehabt. Die haben wir tatsächlich auch getestet. Die waren eigentlich ganz gut. Ich bin gespannt, wie es wird. Sie sind hier drin mit. Ist auch noch eine Seite von so ein bisschen Papier, was ich irgendwann mal bestellt hatte. Da waren tatsächlich Alice-Seiten mit drin. Die möchte ich dann da natürlich gerne unterbringen. Das passt natürlich dann super. Die Stempelabdrücke auch noch mal kurz anschauen. Die hatte ich dann auch ausgeschnitten gehabt und ich glaube, dass das schon ganz cool wird, so mit Briefmarken, aber das ist halt wirklich so eher so ein bisschen Vintage dann, ne? Wenn man das hier so sieht. Ich bin gespannt. Ich weiß selber noch nicht, wie gesagt, welche Richtung das Ganze nehmen wird. Da muss ich auch mal selber schauen. So, wie gesagt, das ist immer so eine Überraschungstüte am Ende. Da weiß ich auch immer nicht, was kommt dabei raus. Jo, jetzt muss das hier erstmal alles wieder rein. Nicht, dass ich das hier völlig durcheinander habe. Hier das meiste. Achso, wenn die Frage kommt, wo ich was her habe. Ich verlinke es euch unten einfach, wenn ich es verlinken kann an der Stelle. Und das Kartenspiel ist von Amazon. Bisher ist alles von Amazon tatsächlich. Und das habe ich auch noch gefunden, das ist älter. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal finden kann. Das hatte ich mir irgendwann vor Jahren bestellt. Das ist ein riesen Package gewesen, das sind so Sticker. Und da war tatsächlich auch Alice mit dazwischen. Dann gucken wir mal, ob die vielleicht da einen Platz finden. Ja. Und dann gibt es diese wunderbare Tür. Die kann ich mir tatsächlich auch sehr cool vorstellen auf der Frontseite vorne. Also da bin ich, aber ich bin noch nicht, weiß ich noch nicht. Die gab es beim Teddy und deswegen durfte die mit damals. Die muss natürlich Farbe bekommen und sowas darf natürlich nicht so bleiben. Die kriegt, die wird wahrscheinlich ein komplett eigenes Video kriegen. Aber da gucken wir auch mal. Also A Fairy Lives Here wird dann natürlich da nicht drin vorkommen. Das würde nicht passen. Gut, was habe ich noch? Ich habe noch so ein bisschen was. Ich hätte, das ist, glaube ich, ein Mängelexemplar gewesen oder so. Oder das sind alles Mängelexemplare, die jetzt kommen.
Das war auch so ein Zufallsfund einfach und ich fand die Bilder halt toll, ne? Es sind so Rätsel drin, glaube ich. Aber um die Rätsel geht es mir nicht, sondern hier geht es mir tatsächlich zum größten Teil wirklich um die Bilder und die sind tatsächlich sehr, sehr cool, sehr, sehr stimmig aufeinander. Ja, wenn der Hase ein paar Fehler drin hat, ist ja nicht schlimm, ne? Ich kann ihn aber trotzdem ein paar Mal verwenden und ich habe halt so ein paar Bilder, die immer wiederkehrend sind dann in dem Moment. Und deswegen habe ich mich auch für dieses Buch entschieden. Vielleicht lese ich mir die Rätsel irgendwann mal durch. Mal gucken, ich weiß es nicht. Ach, hier ist es. Ja, guck mal, nee, schummeln machen wir nicht. Aber wie gesagt, ich finde es ganz schön. Ich mochte es deswegen auch dieses Buch. Jetzt geht es so ein bisschen in die Bücher. Ich habe gleich auch noch ein bisschen Papier. Ja, dann haben wir einmal Alice, die. Da ist Staub drauf. Warum ist da Staub drauf? Die Erfindung von Alice im Wunderland, wie alles begann. Sehr interessant eigentlich. Aber auch hier sind sehr, sehr coole Sachen drin. Ich weiß noch nicht, ob ich das auseinandernehmen möchte. Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Die Geschichte hat ja auch eine, naja, eine sehr interessante Geschichte ist das eigentlich, wie das entstanden ist. Und darum soll es aber gar nicht gehen an der Stelle. Aber sie hat halt auch so ein paar Bilder drin, die ich sehr schön fand. Und der andere Faktor ist, es ist einfach auch, ich weiß nicht, das Buch hat 1 € oder so gekostet. Also das war jetzt nicht teuer. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Und wenn ich es dann auseinandernehme, habe ich halt auch einen schönen Buchumschlag dann für ein, vielleicht auch für ein Ultimate-Book, wenn man nur bestimmte Seiten rausnimmt. Und die anderen dann überklebt. Auch das wäre eine Option, was wir dann damit machen könnten. Also, sie werden immer weiter verwendet, diese Sachen. Das kommt dann nicht weg oder so. Dann habe ich noch ein Buch. Das ist das letzte auch. Und das ist eigentlich ein Malbuch von Alice. Sind sehr coole Sachen drin. Es ist halt wirklich alles auf dieses Alte eigentlich. Ja, weiß ich noch nicht. Ich bin noch am Überlegen, möchte ich es vielleicht doch lieber anmalen, aber ich glaube nicht. Wir gucken mal. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das mit reinnehmen möchte vielleicht oder nicht, weil das schon cool wäre. Da bin ich mir noch sehr unsicher. Auch das war irgendwie runtergesetzt oder so. Also ich sammle dann immer so eine gewisse Zeit und gucke, finde ich irgendwo was. Ich gucke dann zum Beispiel, was so Bücher angeht, ganz gerne bei Jokers oder bei Avell. Die haben sehr oft so Mängelexemplare oder einfach in diesen Wühlkisten. Da liegen manchmal Schätze drin. Das muss man einfach sagen. Okay. Und dann gibt es von Stamperia. Moment, ich muss mal nochmal rübergreifen. Diese Stoffe. Die habe ich mir gekauft. Den hier finde ich noch ganz schön. Ich habe die auch schon gewaschen. Ja, und dann fängt das so ein bisschen an, dass ich das nicht so cool finde mehr. Ist das auch noch, es ist jetzt nicht hässlich oder so, bitte nicht falsch verstehen, es ist schon schön. Aber ich habe mir da ein bisschen was anderes vorgestellt. Ich weiß auch nicht. Da haben wir hier einmal so Herzchen. Auch nicht hässlich, aber auch nicht das, was ich mir irgendwie vorgestellt habe. Da gucken wir mal, wie wir das da drin verarbeiten. Die werden da auf jeden Fall rein müssen. Komme, was wolle. Die möchte ich irgendwie da drinne haben, weil ich wüsste nicht, wo ich sie sonst verwenden sollte. Dann haben wir hier noch so ein paar Kännchen. Kaffeekanti kann wie auch immer. Ja, auch sehr cool. Aber ja. Wie gesagt, die fand ich nicht so gelungen, die Stoffe. Ich habe mir, wie gesagt, mehr darunter vorgestellt. Die Seite finde ich gelungen, die ist cool. Aber naja. Auch das wird einen wunderbaren Platz finden. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die ja, eher so ein bisschen papierlastig sind. Da habe ich einmal das hier und einmal das hier. Machen das auch einmal auf. Ich habe das, glaube ich, das meiste auch schon gezeigt, aber in unterschiedlichen Hauls halt. Und ja, ich wollte euch jetzt hier nochmal mitnehmen. Ich dachte, das ist vielleicht eine ganz coole Sache. Und ja. Hier sind so unterschiedliche, welche Größe ist das eigentlich? 3,5 mal 8,5 Inch. Das heißt 8,9 cm bei 21,6 cm. Und ich finde die sehr, sehr cool. Was mich hier auch wieder ein wenig stört, ja, sie sind nicht so glänzend wie die Karten hier. Aber sie sind schon sehr derbe. Gucken wir. Das wird natürlich.
zeige ich hier nochmal, wird dann ein bisschen durchsichtiger, klar. Aber ich weiß noch nicht, ob ich die so feiere dann. Das muss ich mal gucken. Ich finde die aber sehr schön. Ich mochte das unheimlich gerne. Hier sind auch noch so kleine Bildchen dann drin. Und dann haben wir das noch. So, das, genau. Dann haben wir hier nochmal so Karten auch. Finde ich auch sehr cool. Vorder- und Rückseite. Und dann haben wir hier noch den Hutmacher und die Uhren. Und dann haben wir hier nochmal eine Alice. Ja, und auf der Rückseite das einmal. Also sind von allen immer so drei Stück drin. Das heißt, ich kann mich damit auf jeden Fall austoben. Auch das kann da komplett rein. Davon sollte auch nichts übrig bleiben. Das muss da alles rein. Irgendwie, egal wie. Wie gesagt, das wird ein sehr, sehr großes Album. Und sehr umfangreich wahrscheinlich auch. Sage ich jetzt. Und am Ende wird es ein kleines. Ja, dann gibt es noch mal so Journaling-Cards. Von denen, die habe ich mir auch gleich mitgestellt damals. Ich fange auch kurz an. Ich glaube, das sind nur vier unterschiedliche, ja. Immer den Hutmacher und die Rückseite. Dann haben wir einmal hier die Alice. Ich glaube, hier würde ich auch nur auf die Alice gehen. Dann haben wir hier unsere Königin mit ihren Karten, sage ich jetzt mal. Und dann unser Rabbit. Also vier unterschiedliche, aber ganz cool zum Beispiel für unten habe ich irgendwie das, wo ich das als Beispiel machen könnte. Wenn wir hier eine Seite haben, kann ich halt ganz schön die einfach in die Seite geben, so dass wir es als Tasche herrichten und dann können wir da was einstecken. Ich glaube aber, die Alice zum Beispiel wäre da besser, aber das müssen wir dann gucken, wenn es soweit ist. Ne? Wenn es dann am Ende soweit ist, dann dürfen die da auf jeden Fall mit rein. Also es wird ein ganz kurioses Buch und wir sehen jetzt hier, deswegen sagte ich ja, diese ganz alten Sachen sind hier ein bisschen mehr vertreten. Das sind ja nicht die Originalsachen so wirklich, oder? Nicht so wirklich, da turnt immer noch ein bisschen was anderes mit zwischenrum. Deswegen weiß ich noch nicht. Ja, geht weiter. Wir kennen ihn alle, den Stamperia-Block. Wobei, nee, das ist eine Extra-Collection. Muss ich sagen, den anderen haben wir auch gleich. Der hat, wie viele Seiten? 22 Seiten sind da drin. Ich weiß auch nicht, warum da so eine extra Seite drin ist. Double ist hier durchgestrichen und das ist es auch. Es ist nicht Double und so sieht das Ganze aus. Und ich finde, das ist das Papier, finde ich zum Beispiel, einmal um das zu vergleichen vielleicht auch, im Gegensatz zu dem Stoff, viel, viel schöner. Wesentlich schöner, sogar auch von den Farben her und alles. Der Stoff, der huckt mich nicht so. Vielleicht, wenn er dann im Album verarbeitet ist. Das ist ja oft so, dass wenn man es dann doch verarbeitet hat am Ende, man sich doch mehr darüber freut. Ja, und das, was wir als Stoff hatten, haben wir dann zum Teil auch als Seiten. Und die Seite finde ich auch sehr cool. Ich mag es, ich finde es sehr schön. Und mir ist wichtig, dass ich relativ viel von der Seite also wenn wir ganze Seiten haben, hier werde ich das natürlich ausschneiden, genauso wie das. Aber wenn ich so eine Seite habe, möchte ich relativ viel davon in das Album mit einbringen. Ich möchte die nicht sehr klein schneiden müssen, sondern ich möchte sie wirklich groß haben. Da zeige ich euch gleich, was ich mir vorgestellt habe. Mal sehen, ob ich es umsetze. Mal gucken. Wir haben hier nochmal so ein paar kleine Teile Text und Karten. Noch einmal, das sieht auch sehr schön aus. Da alles verwenden werde. Gucken wir mal. Das ist natürlich eine, also das ist ja legendär gefühlt, ne? Ich müsste immer so ein bisschen abcutten, das schon. Wir können es aber auch noch ein bisschen anders abwandeln. Wir gucken einfach mal. Das ist ein bisschen viel Pünktchen. Aber Pünktchen gehen immer, ne? Also Pünktchen finde ich, wenn wir nochmal zurück, finde ich, das geht halt immer. Nur das Draufgucken gerade ist unangenehm. ja, hier haben wir nochmal ein paar Teekannen. Auch sehr cool. Hier nochmal ein paar Karten. Auch eine schöne Seite, wie ich finde. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Ja, dann ein bisschen was für die Kartensachen. Hier haben wir so ein bisschen von der Story selbst sogar. Leider auf Englisch, auf Deutsch wäre es mir lieber gewesen. Aber man bekommt ja die meisten Sachen leider nur auf Englisch. Ich finde das immer ein bisschen schade. Also ich finde es wirklich schade. Vieles fehlt mir so ein bisschen auf Deutsch. Aber gut, man nimmt, was man kriegen kann, ne? Ja, dann habe ich hier nochmal einzelne Karten, Frontseite und
Rückseite, nochmal so ein paar Kleinigkeiten, die wir dann auch mit einbauen können. Ja, und das war es aus dem Blog zum Beispiel schon. Nichtsdestotrotz ein sehr cooler Blog, wie ich finde. Und meine Stimme verlässt mich gleich wieder. Ich hoffe nicht, wir schaffen das. Nicht mehr viel. Dann habe ich zu den zu diesen Sachen natürlich auch den passenden Blog. Den gucken wir uns auch einmal an. Die Folie eben ab. Ja, das sieht so aus und ich finde, es ist traumhaft schön. Und das Papier zu zerschneiden, das täte mir in der Seele weh tatsächlich. Es gibt so schöne Papiere und das gehört zum Beispiel dazu. Auch die anderen gerade. Aber wie gesagt, ich würde es ungern zerschneiden. Dann haben wir hier allerdings das Ganze natürlich mit der Front und der Rückseite. Ich hoffe, es ist von der Kamera okay, dass man es auch gut sieht. Ansonsten kommt es natürlich nochmal, wenn wir damit arbeiten im Einzelnen, dann zeige ich euch das natürlich dann auch alles nochmal. Das ist einmal die Seite. Also wie gesagt, ich finde es wunderschön. Ich mag das Papier sehr, sehr gerne. Von jedem Blatt sind jeweils zwei Seiten drin. Ich mache das nur so, dass wir uns noch eins jeweils angucken. Auch das ist cool. Das finde ich nicht so schön, weil der Druck nicht so cool ist. Dafür aber umso schöner die Rückseite und deswegen stört mich das nicht. Hier finde ich halt den Hutmacher irgendwie, der tanzt ja aus der Reihe. Also vom Aussehen her. Aber okay. Obwohl er ist der echte, ne? Ja. Ja, dann haben wir einmal diese Seite. Auch hier ist es wieder so, dass man die Sachen ausschneiden kann schön. Und die Rückseite dazu finde ich auch sehr, sehr cool. Dann haben wir hier nochmal so ein bisschen, ja, so ein bisschen Kleinkram. Drink Me, genau, Wonderland. All das haben wir hier an der Stelle auch nochmal. Okay. So. Legen wir das auch zur Seite. Dann, letzter Block an der Stelle, gibt es natürlich noch die. Es gibt auch einen Teil 2 von dieser Serie, halt auch von dem Buch auch. Und da haben wir eigentlich das fast dasselbe nochmal in grün. Hier sind nur die Front und die Rückseite. Also ich mache das jetzt mal eben schnell. Hier sind nur die Front und die Rückseite bedruckt. Ich hatte zuerst diesen Block und hatte dann den anderen erst gefunden. Habe ich noch ein bisschen mehr Auswahl. Einfach. Und wie gesagt, das soll alles da rein. Ich möchte das alles nicht wieder zurück in den Schrank stellen, sondern ich würde das alles sehr, sehr gerne wirklich in diesem Album verarbeiten. So, jetzt komme ich dahin, wie ich das Album gestalten möchte. Und da wollte ich euch schon mal mitnehmen. Vielleicht mache ich es so. Also es war jetzt meine Grundidee eigentlich. Ich muss mal hier was richtig machen. So, es war meine Grundidee jetzt eigentlich. Ich wollte eigentlich das Frühlingsalbum damit machen, war dann überlegen, nee, das ist mir zu groß. Und zwar werde ich so ein bisschen Upcycling betreiben. Wenn man bestellt, kriegt man manchmal so Sachen dabei. Das hier ist zum Beispiel von Studio Lights, so ein Heft. Da sind die ganzen Sachen drin. Ja, die im Oktober, November, Dezember rauskommen. Hier Juli, August, September. Je nachdem, wenn man bestellt hat, dann bekommt man das dabei. Das ist von Marianne Design. Das sind einfach nur so, ja, so Blätter sozusagen, die kann man sich dann anschauen, da sind so ein paar Ideen drin und sowas alles. Sehr coole Sache. Mir immer zu schade, um das wegzuschmeißen. Jetzt hier nur Marianne Design, da ist glaube ich noch was anderes zwischen, oder? Nee. Das ist alles Marianne Design, okay. Mir immer zu schade, das wegzuschmeißen, weil, und das muss man sagen, es ist kein extrem festes Papier. Aber es hat schon eine gute Wertigkeit, muss ich sagen. Es ist nicht so labbriges Fernsehzeitungspapier. So, ich glaube, das ist das richtige Wort. Das ist bei denen hier genauso. Auch hier, die sind wirklich etwas stabiler. Natürlich jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, wow, super stabil oder so. Aber sie funktionieren recht gut dafür. Und das ist die Basis. Das heißt, meine Stimme, es tut mir so leid. Das heißt, also, Moment. Ich glaube, ihr seht das so. Sie sind alle gleich hoch, was schon mal sehr, sehr gut ist. Und wir nehmen uns mal eins hier raus. Wir haben halt alle die gleiche Größe. Ich nehme mal hier so ein einzelnes Blatt. So. Und
ich würde das halt gerne, ich lege das mal hier so beispielshaft drauf. So, und dann kann ich halt fast eine ganze Seite verarbeiten. Was wir allerdings natürlich machen können, wir können natürlich noch knicken, sodass man es aufklappen kann und so. Da gibt es natürlich ganz viele Sachen, die man machen kann. Und dafür würde ich diese Hefte tatsächlich gerne nutzen, um das als Album zu machen. Bedeutet, ich werde natürlich wahrscheinlich nicht alle nehmen, aber wo ich alle von nehmen möchte, Moment, ich mache einmal wieder zurück alles, ist wahrscheinlich von den Studio... Nee, da wollen wir auch nicht alle von nehmen, oder? Wie viel habe ich denn davon? 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht machen wir 4. So, 4. Und dann kommen dazwischen diese einzelnen. Als, ja, das sind dann die Buchseiten letztlich. So, nochmal eins zwischen machen. Und dann haben wir das eventuell so. Am Ende können wir auch noch einen hinmachen, ne? Dass das am Ende dann so wird. Und dann haben wir halt unser Album in einer extrem großen Größe, muss man sagen. Also es ist A4 wahrscheinlich. Ich habe das jetzt nicht ausgemessen oder so. Aber fühlt sich so an, das wird A4 sein. Ich habe kein A4-Blatt hier liegen. Und so habe ich mir das vorgestellt. Die Bindung machen wir dann auch ganz einfach. Also es ist eigentlich auch ein relativ simpel gehaltenes Buch. Es hat halt nur viele einzelne Produkte, die ich dann nutze. Muss man aber nicht haben. Das ist ganz klar. Man kann natürlich auch ganz normal irgendwas anderes da reinmachen. Wie gesagt, ich wollte erst das Frühlingsalbum da reinmachen, aber... Ich war am Überlegen, wie mache ich das hiermit, weil ich da wirklich die Seiten einfach gerne in ihrer Größe haben wollte. Und ich glaube, das mache ich hiermit am besten. Vielleicht hat der eine oder andere noch eine andere Idee. Ich könnte natürlich auch ein ganzes Album selber machen mit 30,5 mal 30,5 als Größe. Aber ich... Um mir das dann später irgendwo hinzustellen, finde ich das irgendwie, ich weiß nicht, fühle ich das bei, nicht beim Alice-Buch, so ist vielleicht richtig ausgedrückt, fühle ich nicht unbedingt bei einem Alice-Buch. Deswegen fand ich die Größe irgendwie attraktiver. Ich glaube, die wird es halt auch. Und ich finde das von, ja, ich finde das eigentlich auch ganz gut, weil wir schon alles fertig haben. So, was heißt fertig haben, ne? Aber weil ich schon mal so ein bisschen die Basis dafür dann fertig habe. Sollte man sowas jetzt nicht haben. Muss das natürlich nicht von Marianne Design haben oder von Studio Lights oder so. Irgendeine andere Werbung tut es in dem Fall dann einfach auch. Im Briefkasten hat man ständig irgend sowas. Und das kann man dafür auch wunderbar nutzen. Ich nehme das dann immer ganz gerne so als Basis für Seiten oder so. Dann ist oft natürlich das Problem noch mit dieser Mittelkante. Gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal mit Farbe, einfach anpinseln mit Weiß oder so. Das kann man da ein, zwei Mal drüber machen und dann ist gut. Wenn einen das sehr, sehr stört, ist das, also bei dem Papier geht das hier besser. Bei dem Papier ist das ein bisschen was anderes. Das wird dann so ein bisschen wellig. Hier würde ich einfach ein Washi-Tape drüber machen. Und dann ein ziemlich schlichtes Washi-Tape, also jetzt keins, was sehr bunt wäre oder auffällig wäre. Außer es passt vielleicht zu der Seite, dann geht das natürlich auch. Ein bisschen immer gucken, was soll dann da drauf im Nachhinein. Anderer Punkt ist halt auch, wie viele Seiten lässt man halt in dem Album auch drin. Das seht ihr das so. Wie viele Seiten lasse ich am Ende in dem Album auch wirklich drin. Das ist natürlich auch nochmal entscheidend. Man kann natürlich nochmal 1, 2 Seiten hier rausziehen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, bevor meine Stimme wieder ganz weg ist. Ich möchte morgen ein bisschen fitter sein, würde ich sagen. Das ist so, wie gesagt, die Basis für alles, was ich euch jetzt gezeigt habe. Es kommt vielleicht noch ein bisschen was. Kann ich euch hier drin, glaube ich. Einen Moment. Oh Gott. Bist du das Gewebe? Das habe ich jetzt nicht rausgesucht. Und zwar gab es ja... War das hier mit bei? Nee. Von den Gorgeous. Ich glaube, das war die Zeitung da vorne. Dezember. April, Mai könnte das gewesen sein. Ja, da war das. Und zwar gibt es ja von den Gorgeous, das finden die ganzen Sachen auch für Alice. Und gibt es denn das? und da werden wir natürlich auch drauf zurückgreifen. Wie gesagt, das habe ich jetzt extra nicht rausgesucht. Ich habe die Stempel davon jeweils. Das finde ich wunderschön.
Auch die Stempel habe ich dazu. Natürlich passt das nicht, da muss man gucken, ob das reinpasst. Aber was auf jeden Fall passt, sind die kleinen Karten, die Kaffeetasse, die Pilze passen, der Schlüssel sowieso. Aber da habe ich noch andere Schlüsselstempel beispielsweise. Und diese Schablonen. Mein Gott. Die habe ich auch gerade, die feiere ich unheimlich, haben wir schon viel benutzt für das andere Album und die kommen dann auch mit rein oder werden dann ein bisschen einwirken mit. Das Papier habe ich nicht, habe ich mich aber auch bewusst tatsächlich gegen entschieden, wofür ich mich meistens immer entscheide bei den Gorgeous-Sachen, sind tatsächlich so Sachen wie Stempel oder wenn es da wirklich so Schablonen gibt. Das ist so immer so mein Highlight, sowieso die ganzen Taschen, wo die Stempel dann rein können, weil mir das, ja, das mag ich ganz gerne. Und dann denke ich, sind wir auf einem ganz guten Weg damit. Ich glaube, so, ja, so ungefähr werde ich das machen. Und dann habe ich euch da schon mal mitgenommen bei dem Anfang. Und ja, Anfang machen wir, wenn ich diese Karten hier alle fertig habe, weil die natürlich damit eingearbeitet werden sollen. Unterschiedlichst, ob ich alle mit einarbeite, weiß ich nicht, aber wenn sie fertig sind, dann sind sie fertig und ich brauche nur noch zugreifen, wenn ich das dann möchte. Vielleicht werde ich sie auch noch mal nur ausstanzen, einige kleine Teile. Das gucke ich dann aber. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da oder wenn ihr halt auch einfach die Entwicklung des Albums sehen wollt. Wie gesagt, das ist ein längeres Projekt, das dauert und ne, da gibt mir Zeit und ich gehe auch immer nur an die Sachen dann, wenn ich wirklich auch jetzt gerade Lust darauf habe. Und ich habe jetzt gerade Lust auf dieses Album und dann kommt natürlich auch das Frühlingsalbum noch. So, jetzt ist genug. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis morgen.